The source was an eyewitness, an Iraqi chemical engineer who supervised one of these facilities. He actually was present during biological agent production runs. He was also at the site when an accident occurred in 1998. The Iraqi Colin Powell is referring to is this man, Rafid Ahmed Alwan Al-Janabi, otherwise known as Curveball, a defector who convinced German and US intelligence that Saddam Hussein had a biological weapons program. There was just one problem, as he now admits for the first time in an exclusive Guardian interview, he made it all up. Und Sie sind international bekannt als Curveball, der Mann, der die Welt betrogen hat. Warum hast du das, haben Sie das gemacht? Ich habe schon das gemacht wegen verschiedener Sachen. Die erste Mal die wegen meiner Leute, irakischer Leute. Weil das, die war im Irak, die alte Regime ist Diktator und die hat viele Probleme gemacht in unserem Land. Zum Beispiel viele Krieg hat gemacht mit unserer Nachbarin. Und Saddam hat gemacht, keine Freiheit in unserem Land, gibt es keine andere Partei, muss alle die glauben, was Saddam Hussein sagt, was Saddam Hussein muss, was Saddam Hussein will. Und für mich, dass ich akzeptiere das nicht, ich muss machen etwas zu meinem Land. Dann habe ich Visa gemacht und ich bin zufrieden, weil jetzt im Irak gibt es keinen Diktator mehr. Sie sind zufrieden, dass Ihre Lüge dazu geführt haben, dass Saddam weg ist und dass eine Demokratie aufgebaut wurde in Irak. Sie sind damit zufrieden? Ja. Was Sie dem Bundesnachrichtendienst von mobile Biowaffenlabors und diese Experimente, die viele Menschen getötet haben, waren das alle Lügen? Ja, aber das nicht kommt von meiner Seite, das kommt von der anderen Seite auch. Aber ich akzeptiere das, weil das meine Ziel ist erreicht. Jetzt zurück auf 5. Februar 2003. Und Sie war, glaube ich, in Ihrer Wohnung in Erlangen, in der Nähe von Nürnberg. Ja. Und Sie haben Fernsehen geguckt. Und einer der mächtigsten Männer der Welt, Colin Powell, erhielt die Rede seines Lebens vor der Vereinigten Nation in New York. Und was war Ihre Reaktion, als Sie von dieser Quelle gesprochen haben? In dieser Zeit kann man nicht erklären, meine Gefühle, meine Reaktion, weil er hat verschiedene Sachen. Colin Powell, er sagt nicht wegen, ich bin die einzige Riesen vor dieser Krieg. Er hat gesagt drei Sachen, die erste Mal vor Uranium, die zweite vor die Al-Qaida in Saudi-Arabien und die dritte vor meiner Geschichte. Biowaffen. Ja. Curveball's lies about mobile bioweapons trucks were instrumental in helping George Bush and Tony Blair make the case for war. Although he insists he acted to drive Saddam Hussein from power, many have alleged that he was only telling German intelligence what they wanted to hear in order to influence his claim for asylum. Aber als sie gehört haben, dass Colin Powell von ihnen vor den Vereinigten Nationen gesprochen hat, was war ihre Reaktion? Waren sie schockiert? Wutend. Exactly, okay. Nicht wegen, weil das steht in die Asylbeantrag. Normalerweise das muss die alle Informationen bleibt in Deutschland und muss nicht weitergeben, zum Beispiel zum anderen Land. Aber die Deutsche hat nicht akzeptiert mit dieser Sache. Sie hat verkauft diese Sachen oder diese Informationen nach anderen Ländern. Ich habe schon Asylbewerber gemacht im Ende Dezember. 1999 in Zindorf, das ist eine kleine Stadt nähe Nürnberg. Und meinen Antrag akzeptieren am 13.03.
2000 und also anerkannt in Deutschland. Und die Geschichte von Biochemical-Waffen ist nicht mit meinem Asylbeantrag. Die Deutschland hat gesagt, die BND oder Deutschland oder jemand aus Deutschland hat gesagt, ich habe schon das gemacht wegen dem Asylantrag. Das stimmt nicht. Stellen Sie vor, dass Sie in die Vergangenheit gehen könnten. Wenn es 2000, noch auf einmal, würden Sie noch einmal Lüge erzählen? Ja, sicher. Sie würden alles wiederholen? Ich mache was möglich gegen Saddam, wegen dieser alte Regime. Ich mache was möglich. Und Sie bereuen das nicht? Ich bin jetzt, ich sage es ganz ehrlich, ich bin jetzt in einem großen Problem, weil die BND hat gemacht viele Fehler mit mir. Zum Beispiel hat meine Wohnung genommen, hat meine Mobil genommen, die alles hat genommen. Und ich bin jetzt in schlechter Position. Aber wenn ich zurück nach 2000 und jemand fragt mich, ob das Regime ist, sage ich die gleiche, weil ich will das Regime nicht in unserer Land bleiben. Sie sind stolz auf die Rolle, die Sie gespielt haben? Ganz sicher.